folgen Paul Richter und Janos Haas einem Notruf zu einem Pfandleihhaus. Eigentlich soll sich dort gerade eine Frau an einem Lieferwagen zu schaffen machen. Da, gucke doch. Ach, was machen Sie denn da? Mahlzeit. Das sieht ja interessant aus. Ja. Also, was ist passiert? Wenn ich jetzt hier so hinkommen würde und Sie nicht kennen würde, würde ich denken, Sie möchten da ins Fahrzeug eintreten. Und wenn wir jetzt auch von der Polizei wären, dann würden wir sagen, dann müssen wir, glaube ich, eine Strafanzeige schreiben. Haben wir einen Ausweis dabei? Nee, nee, um Gottes Willen. Ich suche wichtige Unterlagen. Was denn für Unterlagen? Ja, von meinem Pfandladen. Okay. Okay, und warum nehmen Sie denn nicht den Schlüssel und gehen dann ganz normal in das Fahrzeug? Ja, wenn ich den mal gefunden hätte. Ich habe den verlorenen Schlüssel. Tut mir leid. Ich sieht doof aus, gebe ich gerne zu. Ja, okay. Der kann ja sein. Ersatzschlüssel haben Sie nicht? Nee, ja. Na, ich will einfach nur kurz an meine Unterlagen. So kein Problem. Die haben Sie im Auto im Handschuhfach. Ja. Können Sie denn irgendwie uns nachweisen, dass Sie der Besitzer dieses Fahrzeugs sind? Könnte ich. Hätte ich die Schlüssel, würde ich da reinkommen, weil mein Perso, der liegt da drin. Ist das Auto denn auf Sie zugelassen? Ja, alles. Okay, haben Sie einen Personalausweis? Alles drin. Ja, alles drin. Ja, gut. Ja, keine Ahnung, wir fragen einmal Kennzeichen ab. Sagen Sie mal Ihren Namen. Kommen Sie einmal mit uns von dem Auto gerade weg. Ja, ja, gerne. Wir klären das jetzt und dann kriegen wir das Ding schon auf. Konrad Heinz. Konrad Heinz. Ja, Konrad Heinz. Der Pfandladen ist auch unser Name von meiner Frau und mir. Okay. Ja. Und der Wagen gehört auch Arnold zum Pfandladen. Arnold, für die 1537, komm. Genau. Arnold. Ich brauche einmal den Halter eines Kennzeichens. Kennzeichen lautet Köln Siegfried Bertha 3479. Komm. Ja, ist zugelassen auf einen Konrad Heinz, Hofrichterstraße 551067. Das stimmt schon mal. Jetzt können Sie mir natürlich viel erzählen, ob Sie der Herr Konrad Heinz sind oder nicht, klären wir jetzt. Sie sagten, Sie sind Miteigentümer dieses Pfandhauses. Richtig. Und Ihre Frau, Freundin, ja, Lebensgewinn, Frau wäre auch hier mit am Platz. Ist sie denn hier vor Ort? Marie oder? Heinz. Okay, ist sie hier? Da ist sie doch. Guten Tag. Ach. Sie sind die Frau Heinz? Oh Mann, endlich, ey. Hey, nicht so wegrennen. Was ist los? Ja, wir haben hier ein kleines Problem. So, sind die Frau Heinz, ne? Ja, ich bin die Frau Heinz. Mein Name ist Richter, das ist der Herr Haas. Genau, haben Sie einen Ausweis dabei? Ja, klar. Also, wenn das Ihr Mann ist, ist das Ihr Fahrzeug? Das ist unser Fahrzeug, richtig, ja. Wir wurden angerufen, weil sich hier wohl eine Person, allerdings anders beschrieben, mit blonden, langen Haaren an einem der Fahrzeuge vergreifen würde. Jetzt sind wir hier aufgetaucht und Ihr Mann, ich wiederhole es nochmal, und Ihr Mann hebelte am Fenster rum, weil er ins Fahrzeug wollte, der wollte Unterlagen rausholen. Ja, Unterlagen, klar, ja, natürlich. Ich war 5 Minuten beim Kiosk, du weißt, dass ich einen Schlüssel habe. Also wenn man die Unterlagen rauchen kann, dann weiß ich, warum das ist. Wieso? Das ist erst die zweite der gewesen. Er ist nämlich auf Zigaretten im Zug und die Zigaretten befinden sich im Fahrzeug. Ja, okay. Sagen Sie uns das doch. Machen Sie einmal auf. Warum reden Sie denn von wichtigen Unterlagen? Ich meine, uns können Sie doch die Wahrheit sagen. Ich meine, wenn Sie Ihre Frau was vormachen wollen. Aber. Nee, das ist nicht wieder von mir. Das ist keine Ahnung. Also wenn da keine Farbe ist, dann ist es Blut. Ja, damit habe ich nichts zu tun. Ist das frisch, Paul, oder? Ich würde sagen, sieht, das ist. Es sieht recht ja. Die Nase hier, guck mal, die fließt sogar noch. Ja. Hast du dich jetzt verletzt? Nee, bei mir ist gar nichts. Nein, nein, wirklich. Er war auf der anderen Seite. Ne? Er hebelte damit zum Kleiderhaken rum. So, Sie haben aber gesagt, Sie haben. Mal anders. Sie haben Ihre Unterlagen im Handschuhfach. Ja, sicher, da ist mein Portemonnaie. Ja. Da sind auch die Zigaretten. Zigaretten haben Sie auch drin, ne? So, Sie sollen nicht rauchen, das geben Sie. Geben Sie mir mal Ihren Ausweis, bitte. Dran, wenn ich nicht da bin, oder wie ist Mensch, ich. Also geraucht hat er nicht, als hat heute echt einen schwierigen Tag, Mann. Wir hatten uns auf Konrad Heinz, Marie Heinz. Und du weißt ganz genau, wie ich zu dem Thema stehe. Du weißt, dass meine Tante vor kurzem daran verstorben ist, an Lungenkrebs. Ja, recht hast du, aber verdammt, was soll ich machen? Ach komm, du warst so gut dabei. Zur anderen Frage. Erklären, wie diese Blutspuren hier rangekommen sind, können Sie sich das aber nicht. Also von mir sind die definitiv nicht und die sind mir auch völlig neu. Also die habe ich noch nicht gesehen. Hat denn benutzt denn jemand anders das Fahrzeug noch? Außer Ihnen? Mitarbeiter oder so? Also wir haben eine Mitarbeiterin, die passt optisch auch so ein bisschen wahrscheinlich so zu mir, ne? Blonde, lange Haare. Also das war das ist das, worum wir eigentlich ja hier sind. Dann Sie haben uns nicht angerufen? Nein, ich habe nicht angerufen. Also wir wurden angerufen, dass hier jemand an einem der ihrigen Lieferwagen versuchen würde, diesen aufzubrechen. Ja. Allerdings eine Dame mit blonden, langen Haaren. Jetzt habe ich erst an Sie gedacht. Wenn das Ihr Lieferwagen ist, macht es wiederum Sinn. Ja. Jana, wir haben doch eine Angestellte. Jana. Okay. Ja? Wir haben eine sehr teure Uhr gerade im Auto. Die wollte ich eigentlich noch ins Lager fahren. In diesem Auto? Genau, die befindet sich in dem Wagen. Machen Sie das mal auf und sichern Sie das. Jetzt habe ich gerade ein bisschen Panik. Ich habe auch ein bisschen Panik. Nicht, dass die Uhr weg ist. Wer weiß, die wird das ja auch wissen. Ist doch da, Gott sei Dank. Ist aber eine schöne Uhr. Boah, da habe ich wirklich einen Schrecken bekommen gerade.
So, also jetzt darf ich kurz auch mal drauf gucken. Die kaufen Sie dann. Das sind Markenuhren teure. Gekauft, richtig, genau. Und die verkaufen Sie dann auch hier. Also wenn Sie dann. Nicht hier, wir haben noch einen anderen Laden mit Schmuck. Okay. Und ja, genau, die wollte ich jetzt natürlich nicht unbedingt hier so offen lagern. Bring die mal in ein anderes Lager rein, ja. Aber wenn ich mir jetzt so das Inventar von dem Laden angucke, also die Ware, dann passt das nicht ganz mit der Uhr, ehrlich gesagt, zusammen. Weil das ist ja eher, erinnert mich eher an Trödelladen. Wir haben noch einen zweiten Laden, wo eher wertvollere Gegenstände sind. Ja. Die müssen wir aber auch alles zweimal kennen. Würden Sie einmal trotzdem diese Uhrkiste für mich öffnen? Ist das möglich? Bei solchen hochwertigen Stücken beginne ich automatisch, mir eine Seriennummer zu notieren. Ja, klar. Also Sie kaufen die wo auf, beziehungsweise verkaufen Sie dann im anderen Laden wieder? Wie genau, läuft das? Von Privatkunden kaufen wir die. Darf ich die anfassen? Ja, bitte. Und uns ist da auch wirklich ganz wichtig, dass wir halt alles überprüfen. Wir haben die Nummer auch checken lassen bei der Polizei gestern. Hm. Haben Sie da Rechnungen, Quittungen etc. alles vorhanden? Habe ich da. So, Seriennummer ist 700834. Was wir bei solchen Situationen allerdings gerne und eigentlich regelmäßig machen, ist eine Überprüfung von Seriennummern bzw. von Identifikationsnummern. Und in diesem Fall sollten wir da auf etwas stoßen, was für uns unerwartet kam. Ah, für die 1537. Arnold hört. Ich habe jetzt die Nummer einmal durchlaufen lassen, und zwar ist die aus einem Einbruch von vor 2 Tagen. Es wurden mehrere Uhren entwendet, Schmuckstücke. Ich hätte noch ein paar andere Seriennummern, sonst kommt damit nochmal neu. Es sieht nicht gut aus für das Pfandleiherpaar. Du hast gehört, ne? Ich habe das gerade gehört und ich bin ehrlich gesagt gerade ein bisschen schockiert, weil also, ich kann mir das nicht erklären. Also die Problematik, die wir haben, ist ich gehe davon aus, dass die Seriennummer auf der Uhr nicht verändert wurde. Dafür gäbe es jetzt keine Hinweise, aber natürlich kann man die Nummer im System viel, viel leichter ändern. Ja. Entsprechend wäre jetzt meine Frage, wer hat den Zugriff auf dieses System? Wir beide, unsere Mitarbeiterin nicht. Ja, aber das Ding ist ja, jetzt gerade haben sie das Laptop umgedreht und dann war das direkt offen, das System. Also es muss ja in kurzer Zeit jetzt gerade, also kürzlich, jemand daran rumgefummelt haben. Also ich bin da normalerweise auch wirklich sehr fürsorglich. Ich war jetzt auch nur ganz kurz um die Ecke. Glaube ich, ja. Glaub ich das ist also, ja, aber ich, find, ist ich ja weiß Fakt, nur selber nicht, warum war. Es auf ist. Das verstehe ich gerade auch nicht. Und meine Mitarbeiterin, also da lege ich meine Hand, da legen wir unsere Hand für ins Feuer. Sie tun mir jetzt mal einen Gefallen, das ist ja doch ein weitläufiges Lager. Da wir die Mitarbeiterin bis jetzt nicht gefunden haben, suchen Sie mal bitte hier selbstständig ab. Ob die, vielleicht hängt die irgendwo oder auf der Toilette. Ich weiß ja nicht, wie die Räumlichkeiten hier aufgeteilt sind. Es wird besser bevor sein. Ich jetzt, ne, bevor ich jetzt hier losrenne, alles klar. Das bringt nichts. Ich möchte wissen, wie sind Sie denn an die Uhr rangekommen? Der Herr war gestern hier, das ist der Arnold Hess gewesen. Hier steht der Name. Alles klar. Okay, ist das eine Privatperson gewesen? Das war eine oder ist Privatperson, das ein, ja, genau. Okay. Wir haben auch noch eine Kamera. Die ist jetzt nicht so super, aber vielleicht was sehen, wenn ich mal eben schauen darf. Lass mal in Ruhe, dass Sie auf diese Datei zugreifen. Das wäre interessant. Das ist der Herr. Paul, guck mal kurz. Das ist der Herr, der ihm die Uhr verkauft hat. Sieht etwas zwielichtig aus, möchte ich meinen. Ach ja, du ja, du ja morgens nach dem Aufstehen. Man kann den Leuten ja nicht vor den Kopf gucken. Also ne, das sieht auch so. Kopf gucken. Gehen wir davon aus, dass seine Daten stimmen, ist die Frage. Ich weiß nicht, wozu das gehört, aber da oben war das, hinten bei den Paletten. Das ist doch von der Jana. Wo sind denn die Paletten? Ja, hier ums Eck. Wenn mehrere Blutspuren am Fahrzeug, dann Blutanhaftungen im großen Stil an einem Halstuch gefunden werden, sollten wir langsam anfangen, die Beine in die Hand zu nehmen. Dann ist gleich einfach hier auf dem Boden. Ich kann Spur von Jana. Hier ist Blut auf dem Container. Ich höre auch was. Ich auch. Hallo. Hallo. Hallo, werden Sie einmal wach, bitte. Hallo. Hören Sie mich? Das sieht schon härter aus. Hallo. Können Sie mich hören? Ja. Okay. Geben Sie mir mal Ihre Hand. Können Sie einmal aufstehen? Können Sie aufstehen? Können Sie sich... Um Gottes Willen. Komm, geben Sie mir einmal Ihre Hand. Versuchen Sie mal aufzustehen. Geht Sie gut? Ups. Oh, ganz vorsichtig. Okay. Haben Sie... Wie sind Sie in diesen Container reingekommen? Wie bitte? Wie sind Sie in diesen Container reingekommen? Keine Ahnung, ich habe irgendwie einen Schlag auf dem Hinterkopf gekriegt und... Okay. Darf ich mir den Hinterkopf sehen? Ich nehme einmal die Haare zur Seite. Du schaut jetzt, ob Ihre Verletzungen so stark sind, dass wir einen Notarzt brauchen oder einfach nur einen Rettungswagen. Da müssen wir ein bisschen aufrecht stehen bleiben, bitte. Hier können Sie die Haare einmal rausnehmen auf der Seite? Weil bis jetzt sehe ich noch keine Verletzung. Haben Sie denn Schmerzen?
Ja, mein Kopf dröhnt so extrem. Lassen Sie mich mal einfach gucken. Ich würde sie gerne einmal da raushören, bitte. Ja. Wir konnten weit und breit weder eine Beule noch eine Kopfverletzung, geschweige denn eine Platzwunde feststellen. Das stellt die Sache und ihre Aussage natürlich in etwas komisches Licht. Das heißt nicht, dass sie nicht trotzdem was auf den Kopf bekommen hat, aber ganz ohne Beule. Dafür aber eine ordentliche Schnittverletzung an der Hand. Ja, passt nicht so richtig zusammen, ne? Mein Kopf explodiert gleich. Also wir haben nämlich die Mitteilung bekommen, also das ist überhaupt der Grund, warum wir hier sind, dass jemand sich am Transporter in irgendeiner Form zu schaffen gemacht hat. Und jetzt haben wir an dem Transporter eine Blutspur gefunden. Und an ihrer Hand sehe ich jetzt eine Blutwunde. Ich sehe am Kopf jetzt nichts, aber das heißt, muss ja nichts heißen. Ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass Sie da in irgendeiner Form an dem Transporter waren. Stimmt das? Ich? Ja, genau. Jetzt gerade innerhalb von der letzten halben Stunde. Gestern war ich mal kurz am Transporter, aber heute nicht. Aber da haben Sie ja noch keine Verletzung gestern. Nee. Naja, es sieht recht frisch aus. Das Blut ist ja auch noch komplett deswegen frisch. Ne? Es scheint so, als gäbe es hier glücklicherweise sehr aufmerksame Nachbarn oder Passanten. Ich denke, wenn sich ein Laden über viele Jahre in einem Bereich auffällt, dann kennt man seine Kunden oder die Kunden kennen auch den Laden. Wenn man hier ein gutes Verhältnis zur Bevölkerung pflegt, dann gucken die auch gerne mal nach, ob alles in Ordnung ist. Jetzt hat sich wieder jemand auf der Wache gemeldet, beziehungsweise bei der Leitstelle gemeldet und mitgeteilt, dass sich dann eine andere Person am einem Fahrzeug zu schaffen macht, während wir uns da im hinteren Bereich aufhielten. Bleiben Sie okay, haben wir verstanden, wir prüfen. Bleiben Sie mal hier stehen, bitte. Bleiben Sie stehen, oder? Hey, Polizei! Legen Sie das Brecheisen weg. Brecheisen weg. Runter auf den Boden. Kommen Sie drei Schritte zu mir. Drei Schritte zu mir. Ganz langsam. Jetzt legen Sie sich auf den Boden. Okay. Auf den Boden legen. Hände zur Seite ausbreiten. Genau. Und gucken zu mir. Es stellt sich heraus, dass der Mann und die Aushilfe unter derselben Adresse gemeldet sind. Aber die beiden sind mehr als nur Nachbarn. Wie blöd bist du eigentlich? Ah, wie blöd bist du eigentlich? Ey, du solltest doch nur die scheiße Uhr aus dem Auto rausholen und bist zu blöd, ein Auto aufzubrechen. Und was machst du mit der Brechstange? Keine Ahnung, fummelst dir deine Finger rum, anstatt dir das Auto aufzumachen. Entschuldigung, dass ich dir helfen wollte. Weißt du, ein Nageltermin geht, aber ein Auto aufmachen geht nicht, oder was? Boah, ey, unglaublich. Tut mir so leid. Ja, tut mir auch leid, ey. Krieg doch nicht mal ein Auto auf. Mensch, ey, zum Glück ein Glas Wasser umzukippen. Um das jetzt noch mal zusammenzufassen, das heißt, Sie beide haben die Uhr geklaut? Nein, oder einer von Ihnen die ist zu blöd, ein Auto aufzumachen, die hat keine Uhr geklaut, die kann doch gar nichts. Also, wo kommt denn die Uhr her? Die kommt ja aus dem Auto. Ja, die haben laufen jetzt. Ich mal die haben sie organisiert. Sich, organisiert. Sind sich Fahrzeug, okay, wo wollen Sie natürlich nicht sagen? Nee. Müssen Sie auch nicht. Einmal da ran haben. Sind ja Verdächtige einer Straftat, das heißt, Sie brauchen ab jetzt auch nichts mehr sagen. Können natürlich einen Anwalt konsultieren, wenn Sie das möchten. Aber Strafanzeige werden wir auf jeden Fall gegen Sie schreiben. Das Paar wollte mehrfach abkassieren und die bereits gestohlene und verkaufte Uhr erneut klauen, um diese noch einmal an anderer Stelle zum Kauf anzubieten. Das Schmuckstück ist nun wieder bei seinem rechtmäßigen Besitzer.